So bekommst du Geld von der GEMA, Teil 2. Im ersten Teil habe ich gezeigt, wie man sich als Urheber bei der GEMA registriert. Und jetzt zeige ich Step by Step, wie du deine Werke anmeldest. Dafür gehst du auf gema.de und loggst dich mit deinem Zugang ein. Jetzt sind wir hier im Dashboard. Dort scrollst du runter auf Werkanmeldung, dann auf Originalwerk. Dann wird nach dem Anmeldenden gefragt. Da steht dann dein Name, einfach auf Weiter. So, und jetzt machen wir einen Beispielfall. Und zwar sagen wir, es sind drei Personen an diesem Song beteiligt gewesen. Ein Produzent, also ein Komponist, der die Musik gemacht hat. Und zwei Songwriter, also zwei Leute, die den Text geschrieben haben. Und diese Songwriter haben den Text in ungleichen Teilen geschrieben. Einer hat 70% dazu beigetragen und der andere noch 30%. Okay, einfach, dass man mal alles gezeigt hat. So, wir klicken auf Urheber hinzufügen. Wenn du dein eigenes Werk anmeldest, dann klickst du erstmal auf Ich bin selbst Urheber. Dann wählst du deinen Namen nochmal aus und auf Übernehmen. Und hier musst du jetzt angeben, welche Rolle der Urheber hat. Also du bist in den Augen der GEMA entweder ein Komponist oder ein Textdichter oder beides. Diese Spezialfälle, die jucken erstmal nicht. Also weil ich jetzt die Musik komponiert hat in diesem Beispielfall, habe ich in diesem Fall die Rolle Komponist K. Jetzt gibt es hier noch zwei optionale Felder, einmal mit AR und VR-Anteil in Prozent. AR steht für Aufführungsrecht und VR für Vervielfältigungsrecht. Das sind einfach unterschiedliche Kategorien. Wenn der Song zum Beispiel live gespielt wird, dann fällt das unter die Kategorie Aufführungsrecht und wenn das auf CD gepresst wird zum Beispiel, dann über Vervielfältigungsrecht. Wenn du da jetzt nichts reinschreibst, dann wird das einfach gleichmäßig unter allen Beteiligten für die jeweilige Rolle aufgeteilt. Zum Beispiel, weil ich der einzige Komponist bin, kriege ich automatisch die 100% für die Rolle als Komponist. So, jetzt fügen wir aber noch unsere Songwriter hinzu, damit das Ganze ein bisschen klarer wird. Sagen wir mal, Helene Fischer hat uns geholfen, hier den Song zu schreiben. Okay, Helene Fischer. Und sie hat 70% vom Text beigetragen. Also schreiben wir hier 70% bei Aufführungsrecht und 70% auch bei Vervielfältigungsrecht rein. Weil jede von diesen Rollen, also entweder Komponist oder Textdichter, jeweils 100% am Ende ergeben müssen, fehlen jetzt ja noch 30%. Und jetzt machen wir noch einen Songwriter hinzu. Sagen wir mal Peter Maffay, okay. Er hat 30% von dem Text geschrieben, also kommt jetzt 30% bei AR und 30% bei VR rein. So, übernehmen. Und jetzt haben wir jeweils 100% bei den jeweiligen Rollen, und zwar Komposition und Text. Und jetzt kommt hier unten nochmal ein Slider, wo man den Musikanteil und den Textanteil unterschiedlich gewichten kann für diese spezielle Autorenkonstellation. Zum Beispiel können Helene und Peter sagen, hey, ohne unseren Text wäre der Track übelst wack, also der Text ist wesentlich wichtiger, aber im Praxisfall machen wir persönlich immer 50-50, einfach der Einfachheit halber. Aber das kann man, wie gesagt, hier ändern. Damit das Werk besser zugeordnet werden kann, kann man hier noch einen Interpreten hinzufügen. Wichtig ist nur, dass keine Sonderzeichen erlaubt sind. Das heißt, ich müsste jetzt hier ohne Sonderzeichen das so schreiben, übernehmen. So, jetzt kommt der Punkt Werkdaten hinzufügen. Einfach hier draufklicken und hier gibst du jetzt den Titel von dem Song ein. Halleluja. Okay. Die anderen Felder sind alle optional. Also theoretisch kann man hier einfach auf Übernehmen gehen und du bist dann. Aber ich gehe trotzdem mal die einzelnen Felder durch, um das zu erklären. Also GEMA-Werknummer, die kriegst du eigentlich erst nach der Anmeldung. ISWC kriegst du auch erst nach der Anmeldung. Die GEMA-Werknummer ist eine interne Werknummer von der GEMA, womit man das Werk identifizieren kann. Der ISWC ist eine internationale Werknummer, kann man sich so vorstellen. Das kann man hier nur reintragen, wenn das Werk bereits einmal angemeldet wurde und man macht jetzt eine Korrektur oder sowas. So, Gattung kann man machen, muss man nicht. Gattung optional, also das Genre. Dann die Spieldauer, auch optional, aber dann kann man vielleicht das Werk besser zuordnen. So, hier ganz wichtig, ISRC, das ist ein internationaler Produktcode. Den bekommst du, sobald du den Track bei einem Distributor wie zum Beispiel DistroKid anmeldest. Den findest du, wenn du auf den Song dort klickst und dann hier das reinkopierst. Sprache, eben ob es Deutsch, Englisch, was auch immer ist. Dann hier das Häkchen setzen bei Musik und Text wurden für das Werk zusammengeschaffen. Das ist in der Regel der Fall. Das kann zum Beispiel sein, dass du einen alten Text oder sowas nimmst und dann einfach neue Musik dazu machst. Dann muss das Häkchen nicht gesetzt werden, aber in den allermeisten Fällen muss das hier gesetzt sein. Und dann gibt es hier noch ein Häkchen mit Auftragskomposition zu einer Fernsehproduktion. Wenn das der Fall ist, klickst du es an, aber meistens ist das nicht der Fall. Dann gehst du auf Übernehmen. So, jetzt kannst du hier noch weitere Songs hinzufügen, falls die Konstellation an Songwritern und Komponisten dieselbe ist. Kannst du aber sagen, okay, noch weitere Werkdaten hinzufügen. Dann kommt hier auch nochmal, hey, Achtung, Sie können mehrere Werke mit einer Anmeldung einreichen. Bitte bestätigen Sie dafür, dass die Mitwirkenden identisch sind. Okay, dann kannst du bestätigen und einfach einen zweiten Song anmelden. Sagen wir mal, du meldest gleich mehrere Werke an, weil ihr zum Beispiel ein Album oder sowas anmeldet. Dann kann man das hier eben machen.
So, dann mal auf Weiter. Dann kommt hier nochmal die Übersicht, da kann man nochmal ganz genau gucken, so, okay, stimmt das so mit den prozentualen Aufteilungen? Das muss man halt alles vorher absprechen. Und dann kommen hier nochmal drei so obligatorische Häkchen von wegen, ja, wir haben alles nochmal überdacht, jeder weiß Bescheid, alles ist genehmigt und so weiter. Also einfach bla bla bla, alles anklicken und dann auf Anmeldung senden. Dann bist du im Prinzip schon fertig. Dann ist das Werk angemeldet und du bekommst nach ein, zwei, drei Tagen über Mail eine Werkanmeldebestätigung als PDF. Die sieht dann so aus. Dort steht nochmal alles drin, auf was sich geeinigt wurde. Und du bekommst eine Datenbankwerknummer von der GEMA und du bekommst den internationalen ISWC. Und mit diesen beiden Nummern gehst du dann weiter in im GEMA-Portal. Ich zeige das jetzt hier auch nochmal. Du gehst nochmal auf dein Portal, dann hier auf Services. Und dann auf Soundfile Upload. Okay, der Soundfile Upload geht auch nicht. Vorführeffekt, einfach Classic. Aber im Prinzip ist das Werk schon angemeldet. Was man mit dem Soundfile Upload eigentlich macht, ist, man nimmt ein tatsächliches Recording von diesem Werk und weist dem diese ganzen Nummern zu, die man jetzt mit der Werkanmeldung bekommen hat, damit das später mit dieser Erkennungssoftware, die so ähnlich wie Shazam funktioniert, den Song im öffentlichen Raum erkennen kann und entsprechend dir dann die Tantiemen zusendet. Das können wir vielleicht beim nächsten Mal machen, sobald er wieder geht.